Wenn es um die Partnerwahl geht, sind im Tierreich fast keine Grenzen gesetzt. In der Evolutionsbiologie spricht man von der sexuellen Selektion. Es handelt sich hierbei um einen innerartlichen Selektionsmechanismus, der auf körperliche Merkmale wirkt und durch Varianz im Fortpflanzungserfolg zwischen Mitgliedern desselben Geschlechts entsteht. Damit wird die Entstehung sexualdimorpher Merkmale, das heißt der sekundären Geschlechtsmerkmale im Erscheinungsbild der Geschlechter einer Art, evolutionär erklärt. Die sexuelle Selektion erklärt, warum manche Tiere und meist nur die eines Geschlechts so auffällige Merkmale haben. Merkmale wie das Geweih männlicher Hirsche oder warum Gorilla-Männchen um so viel größer sind als die Weibchen. Doch die Tiergruppe, die uns in Bezug zur sexuellen Selektion am meisten fasziniert, sind die Vögel. Jeder kennt das prächtige Schwanzgefieder des männlichen Pfaus, den allmorgendlichen Gesang der Singvögel und die Prachtkleider der männlichen Paradiesvögel. Zwar leuchtet es den meisten intuitiv ein, dass die Prachtkleider, der Gesang und das Balzverhalten einiger männlicher Vögel dazu da ist, die Weibchen zu beeindrucken, die dann den stärksten, gesündesten, stimmlich attraktivsten, am besten tanzenden und natürlich hübschesten Vogelmann auswählen. Doch wie werden die Merkmale bei der sexuellen Selektion genetisch fixiert? Es wird Zeit, die Genetik dieser Vogelhochzeit zu erkunden und die Vögel mit dem meisten Sexappeal kennenzulernen. From so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. Im Januar dieses Jahres stellte die Mannequin Genomics Research Coordination in einer virtuellen Konferenz der Gesellschaft für integrative und vergleichende Biologie die Genome von 4 Arten der Schnurvögel vor. Bisher waren nur von 2 anderen Arten dieser Familie die Genome bekannt. Schnurrvögel, auch Manakine oder Pipras genannt, sind eine artenreiche Familie der Sperlingsvögel und bewohnen die Regenwälder Mittel- und Südamerikas. Der Name für diese Vogelfamilie leitet sich davon ab, dass einige der Arten bei Balztänzen oder Flügen schnurrende oder knackende Geräusche erzeugen. Die etwa meisengroßen Vögel sind vielleicht nicht so populär wie Paradiesvögel und der Pfau. Doch diese kleinen Latino-Lover haben es in sich, besonders die Männchen. Die Männchen sind nicht nur auffällig bunt, sondern zeichnen sich durch ein außergewöhnliches Balzverhalten aus, bei dem jeder Sieger von DSDS, Supertalent oder Let's Dance abstinken würde. Statt vieler Worte genießen wir doch mal diesen Anblick. Dance on the floor, get around.
Wenn Mannequins Menschen wären, würden sie zu den größten Künstlern, Sportlern und Promis in unserer Gesellschaft gehören, sagt Ignazio Mur, einer der an der Konferenz teilnehmenden Forscher. Mur hat zweifelsohne recht und Mannequins sind mir tausendmal lieber als das, was sich heute Influencer oder Promi schimpft. Doch was entdeckten Ignazio Mur und Kollegen in den Genomen der Mannequins? Die Forscher haben vor allem Gene herausgegriffen, die im Gehirn und der Muskulatur eine wichtige Rolle spielen. Sie ermittelten die genetischen Veränderungen sowie die Merkmale im Stammbaum der Mannequins und wollten damit feststellen, ob die sexuelle Selektion anders funktioniert als die natürliche Selektion. Zwar weisen auch eine Reihe anderer Vogelgruppen, wie die Paradies- und Laubenvögel, ein beeindruckendes Paarungsverhalten auf. Mannequins weisen jedoch eine größere Vielfalt solcher Merkmale auf und sind, da sie häufiger und zugänglicher sind, leichter eingehend zu untersuchen. So kann bei dieser Vogelgruppe die genetische Basis für diese Verhaltensweisen auf eine Weise bewertet werden, die für viele andere komplexe Verhaltensmerkmale bei Wirbeltieren nicht möglich ist. Die Forscher berichteten auf ihrer Konferenz, dass die Vorliebe für süße, zuckerreiche Nahrung die Voraussetzungen für die sexuelle Selektion bei Mannequins geschaffen hat. Es ist bekannt, dass ihre Vorfahren ihre Ernährung von Insekten auf Früchte umgestellt haben und die Forscher vermuten, dass die Umstellung auf eine verfügbarere und reichhaltigere Nahrungsquelle bei den Männchen zusätzliche Energie für die Partnerwahl gab. Denn es ist sicher davon auszugehen, dass das aufwendige Paarungsverhalten der Mannequin-Männchen viel Energie braucht. Durch den Vergleich der Genome von Verwandten der Mannequins, die weiterhin Insekten fressen, mit denen von fruchtfressenden Mannequins, fanden die Forscher Hinweise darauf, dass sich der Verzehr von Früchten und das aufwendige Balzverhalten der Männchen schrittweise entwickelten. So ist bekannt, dass sich die Gene, die für einen Geschmacksrezeptor kodieren, der für herzhafte Nahrungsquellen empfindlich ist, bereits zu verändern begannen, bevor Mannequins zu Fruchtfressern wurden. Als sich der Goldschaltelpipra Neoplema chrysocephalum, eine relativ ursprüngliche Art dieser Vogelfamilie, entwickelte, war dieser Rezeptor empfindlich gegenüber der Süße reifer Früchte geworden. Ein Merkmal, das bei Vögeln selten ist. Typisch für diese Art ist das relativ einfache Balzverhalten der Männchen, welches auf halbem Weg zu den aufwendigen Balzverhalten der fruchtfressenden Arten, die sich später entwickelten, steht. Es besteht nur aus einem relativ einfachen Hüpfen der Männchen. Eine andere Analyse der Mannequin-Genome konzentrierte sich auf hochkonservierte, nicht kodierende Elemente der DNA, die bei der Regulation anderer Gene eine wichtige Rolle spielen. Diese untersuchten DNA-Bereiche sind im Tierreich hochkonserviert, das heißt, sie unterscheiden sich bei den meisten Tierarten vom Huhn bis zum Menschen in nur sehr wenigen Regionen. Veränderungen dieser Region führen zu aussagekräftigen Merkmalsänderungen und sind zum Beispiel gute Kandidaten, um nach möglichen Fingerabdrücken sexueller Selektion zu suchen. In den Mannequin-Genomen zeigten 57 Elemente leichte Unterschiede zu den übereinstimmenden Sequenzen bei anderen Arten. Diese Veränderungen können die Aktivität der von ihnen regulierten Gene verändern. Einige dieser Elemente sind um Gene für Muskelproteine und Hormonrezeptoren gruppiert, andere befinden sich in der Nähe von Genen, die im Gehirn exprimiert werden, darunter zwei, TLE4 und MEIS2, die in einer Region aktiv sind, die für eine schnelle visuelle Verarbeitung benötigt wird. Die Wissenschaftler berichten, dass beide Gene in Mannequins weniger aktiv sind als zum Beispiel bei Zebrafinken. Eine Veränderung, die männlichen Mannequins helfen könnte, die visuellen Anforderungen ihrer hektischen Tänze zu bewältigen. Die schnelle Bewegung der Flügel bei einigen Arten erfordert besonders schnelle und kraftvolle Brustmuskeln, die sehr empfindlich auf das männliche Hormon Androgen reagieren. Androgene sind in der Lage, die Aktivität der Gene für die Muskelleistung zu verändern und damit die Geschwindigkeit der Bewegung zu erhöhen.
Genomanalysen der Manakins legen nahe, dass sich die Aktivität von Genen, die am Muskelstoffwechsel und Wachstum beteiligt sind, früh in der Evolution dieser Vogelgruppe änderten und zu stärkeren Muskeln führten. Aber die Forscher glauben, dass die Anforderungen des Fliegens und nicht der Paarung diese frühe Veränderung vorangetrieben haben könnten. Dann, als die sexuelle Selektion auf sich später entwickelnde Arten zu wirken begann, machten Änderungen der Androgenrezeptoren und anderer Signalwege die Flugmuskeln bei Männchen zu den sehr schnellen Bewegungen fähig, die für das Balzverhalten erforderlich waren. Andere Untersuchungen zeigen, dass die Muskeln der Weibchen nicht so empfindlich auf Androgene reagieren. Das Balzverhalten der Manakins beinhaltet aber mehr als melodischen Gesang und beeindruckende Tänze. Bei einigen Arten handelt es sich auch um einen sozialen Akt, der von bis zu 20 Männchen koordiniert wird. Bei allen Wirbeltieren hilft ein Netzwerk von sogenannten Nuklei des Gehirns, Cluster ähnlicher Nervenzellen, bei der Kontrolle des Sozialverhaltens. Auf dem Treffen vorgestellte Studien zeigen, dass das Muster der Genaktivität in diesen Kernen mit dem Testosteronspiegel variiert. Die Arbeiten legen nahe, dass Veränderungen der Androgenrezeptoren die soziale Raffinesse der Vögel sowie ihre Sportlichkeit unterstützt haben könnten. Die Studien an diesen fliegenden Juwelen geben Hinweise auf die genetischen Grundlagen der sexuellen Selektion und belegen, dass die Komplexität des Balzverhaltens sich durch die natürlichen Prozesse der Evolution belegen lassen. Sexuelle Selektion wirkt natürlich auch bei Menschen. Und vielleicht sollten sich die einfallslosen Kandidaten der primitiven Sendung Der Bachelor etwas vom Balzverhalten der Manakins abschauen.